Und damit willkommen zurück zum Grünhaut-Express. Und wo ist der Grünhaut-Express eigentlich gerade? Mal gerade wieder einfinden. Okay, da haben wir unsere wunderschöne Wildorg-Armee. Da sind da Spinnens. Da ist unser Vor hingeschickt worden. Der macht jetzt restlich die Björninger platt. Alles klar. Und oben im Norden müsste. Ich wollte schon wieder Gorgas sagen hier. Grimgorg sein. Schön. Gitsam. Ich glaube, er sagt Getsam. Ist mir egal. Ah, und hier sind unsere Monster. Alles klar. Stimmt, da warten wir ja drauf, bis der Vor angreift. Okay, alles klar. Bin wieder im Bilde. Okay, ich glaube, sehr viel mehr gibt es jetzt gerade nicht mehr zu tun, oder? Wir haben alles gemacht, was es gibt. Dann würde ich sagen, Rundus beendus. Was? Ach, ein Erlass. Ein Erlass. Ja, minus eins. Nö, dann mache ich lieber die Kohle. Einkommenserpressungsrate. Schön. Ja, Asa kann noch ein bisschen warten. Und ich hatte übrigens recht. Ach du lieber Gott. Ein Witz, sage ich euch, ein Witz. Das braucht man nicht selbst zu morschen. Ah, da hätte ich jetzt eigentlich nicht essen müssen. Obwohl, die Streitlust von unserem Vor kann ja trotzdem sinken. Ihr wolltet da Frieden haben, nicht wahr? Nope. Nichts da. Warum soll ich mit der Stumpen Frieden schließen? Vasallen lasse ich vielleicht noch mit mir reden, aber gleichwertige Partner? Hallo? Björndinger wurden komplett vernichtet, das gefällt. Aufgabe erfolgreich, jawohl. Übrigens, Gitznick ist Ausrüstung und so. Also, doch richtig geraten. Drei Siedlungen niederreißen oder überfallen. Gut, da sind wir auch gerade mitten auf dem Weg. Aber schön, die Björnlinger sind soweit besiegt. Das heißt, die ganze Hinterlandinvasion ist jetzt soweit passé. Und ich glaube, die Grenzgrafen, ich weiß nicht, kann man hier überschippern? Sieht nicht so aus, oder? Man kann jetzt zwar auf See gehen, aber man kommt hier nirgendwo an. Das war also tatsächlich so reines Skript, dass dann die Truppen hier auf einmal landen. Ah, doch, da hinten. Ah, nee, das ist eine Bucht, so eine Einfahrt. Nee, ich glaube nicht, dass es möglich ist, hier irgendwo zu landen. Von daher. Ihr könnt euch ja auf dem Weg ein bisschen erholen, oder? Ihr müsst ja nicht unbedingt in der Stadt bleiben. Von daher würde ich mal sagen, ihr macht euch schon mal wieder auf den Weg. Aufmarsch und geht mal wieder hier hoch, Richtung Barakwar. Okay, hier kommt der Angriff bald. Ich hoffe mal, das zählt auch für uns, also dass wir jetzt die Siedlung niedergerissen haben, auch wenn es unser War im Prinzip getan hat, wenn die Initiative vom War ausgeht. Der Togrim ist wieder da. Und er bewegt sich nicht gerade. So, dass es mir gefällt. Wo? Geh mal direkt dahin. Und ich für meinen Teil werde das auch per Tunnel. Der wird sich direkt auf den Düsterberg zu bewegen. Er wird nicht gleich sofort hinkommen. Fangen wir ihn ab, würde ich sagen. Ich glaube, ich werde jetzt bald mal hier per globaler Rekrutierung ein bisschen umstrukturieren. Zweimal Ork-Moschas weg und gegen Schwarzorks eintauschen. Obwohl. Jetzt gegen die Zwerge sind die Moschas noch nicht so wichtig. Aber sobald die Zwerge tot sind, also weg sind, sagen wir es mal so, und wir gegen das Imperium kämpfen, brauchen wir die Moschas. Weil die setzen viel mehr Kavallerie ein. Aber die Nachtgoblin-Bogenschützen, da sehe ich einfach zu wenig Verwendungszweck drin. Die würde ich gerne durch Schwarzorks ersetzen. Wirklich. Okay. Hier machen wir mal weiter. Der Großer geht. Der neue Garg-Boss. Ist das vom Level zu gering, als dass du wirklich was reißen könntest? Du guckst mal hier lang. Was war für die Aufgaben nochmal? Der blutige Rüstung mussten wir einen beliebigen Charakter da hochbewegen. Ah, gut, das machen wir ja schon. Genau, das war's ja. Gromgipfel. Okay. Machen wir mal weiter.
Mal gucken, wann unser War da oben angreift. Vielleicht gar nicht. Unser War ist echt mutig. Ja gut, wir haben ihnen den Befehl gegeben, aber dass die so blind einfach folgen. Jetzt ist die Sau auf Hinterhalt. Aber knackig. Hätte ich auch gesagt. Boah, 6000, aber nö. Es ist jetzt nicht so, als bräuchten wir so dringend das Geld. Wir sind jetzt nicht so auf Schnurkurs wie mit den Imperialen. Wir kommen auch, wir haben so ein großes Reich, wir haben 4 volle Armeen. Ich glaube 5 volle Armeen, oder? Schade, wir haben ihn, oder? Doch, wir haben ihn entdeckt. Wunderbar. Dann würde ich mal sagen, können wir da Togrim wieder auf der Fresse hauen. Was hast denn du? Ach du Scheiße. Wie viele Eisenbrecher hat der? Puh, Hammerträger, die sind natürlich auch böse. Aber die Eisenbrecher sind gerade ein echtes Problem, vor allem wegen ihrem Sprengstoff. Das kann echt wehtun. Ready for murdering. Puh, lululu. Das wird interessant. Oh, Hallöchen. Hier irgendwo noch was? Ach Gott, der Wachturm. Ja, komm, machen wir mal, damit nicht ständig rumgemault. Nee, mit dem Geld ist es derzeit noch knapp. Wie viele Armeen haben wir? 1, 2, die Monsterarmee 3. Und 4 mit dir. Wir haben eigentlich nur 4 volle Armeen. 5 wären es dann, sobald wir ihn, einen Hack-Trollfresser, noch weiter ausgebaut haben. Was aber noch ein bisschen Zeit hat. Gehst mal weiter hoch. Hier wird weiter ausgebaut. Und das wird jetzt eine interessante Schlacht. So viele Eisenbrecher, das wird böse. Wir müssen die so schnell es geht in den Nahkampf verwickeln, weil die Bomben sind hart. Auf geht's. Unsere Chancen sehen ja eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Ich habe sehr großen Respekt vor Eisenbrechern, weil wie gesagt, das waren die Einheiten, die bei mir das größte Augenbrauen in die Lüfte heben verursacht haben bei den Zwergen. Das ist halt einfach kaputt gewesen. Ich hatte halt meine Schützenlinien und wenn die Gegner zu nah kamen, einfach ein paar Eisenbrecher vorgeschickt, Bomben geworfen und das bisschen, was noch überlebt hat, die wurden dann von den Eisenbrechern im Nahkampf niedergeschnetzelt. Ich habe mir halt so eine Schneise durch die Untoten geschlagen. Gut, als ich gegen die Untoten gekämpft habe mit den Zwergen, da haben die sehr auf Masse gesetzt. Da haben die Tausende und Abertausende Zombies und Skelette mir entgegengeschickt. Aber dementsprechend mit so einem kleinen Trupp aus Eisenbrechern habe ich mir da so eine Schneise durchgebrannt. Das war Wahnsinn. Ja. Ja gut, sagen wir es mal so. Ich hatte halt eine böse Kombination gegen die Vampire. Ich hatte Eisenbrecher und Musketenschützen für allerlei Trash und dann sau viele Kanonen noch dabei, um die großen und mächtigen Einheiten abzuknallen. Das heißt, die Kanonen von den Zwergen gingen da gut ab. Also man konnte tatsächlich mit diesen Kanonen hergehen und die ganzen feindlichen Anführer und die starken Einheiten wegballern, bevor die Schlacht richtig losging. Das ging ziemlich gut und der ganze andere Trash ist dann meine Musketenschützen und Eisenbrecher reingelaufen und das war's dann im Prinzip. Sie haben auch Gyrokopter dabei. Ein bisschen rüber bitte. So, andererseits. Wir haben den Reichweitenvorteil. Von daher stellen wir uns noch ein bisschen weiter hinten auf und lassen die Gegner kommen. Irgendwo Höhenvorteile oder so, nicht so wirklich. Ja, ganz leicht. Ganz ehrlich, ich bleib so. 11 dürfte reichen. So, denn hier können wir immer noch schießen, seht ihr? Die haben zwar auch einmal Artillerie, aber mehr nicht. Das heißt, wir sind im Vorteil. Deswegen müssen wir so lang wie möglich die Reichweite ausreizen. Ich bin da überlegen, ob ich bei Togrim auch ein paar von den Schleudern wegnehme. Ich meine, 3 Schleudern würden auch rein. Im Prinzip kann ich mit Togrim einfach... Warum sage ich Togrim, ich Depp? Mit Grimgorg. Im Prinzip könnte ich mit Grimgorg echt so Nahkampfwalze spielen. Nur Schwarzorks und Moschas. Und Drufda. Und dann gibt's auf der Fresse.
Weil die Steinschleuder sind schon cool, aber ich glaube, die werde ich vielleicht auf die andere Armee verlagern. Dann brauche ich die bei der anderen Truppe eigentlich gar nicht mehr. Wäre halt echt eine Idee. Beziehungsweise, statt der Schleuder, hier Kavallerie mit reinnehmen. Wildschweinreiter. Auch ein Plan, oder? Eisenbrecher sind da. Ihr schießt mir bitte auf die Eisenbrecher hier. Ihr schießt mir Langbett jetzt mal auf Eisenbrecher. Beziehungsweise auf diese Eisenbrecher. Hier drauf. Und ihr versucht mir irgendwie die zu holen. So viele Verluste wie möglich, bevor sie in ihre Bombenreichweite sind. Die ist... die ist nicht allzu hoch. Wenn wir schnell genug zustürmen, können wir das Schlimmste verhindern. Grimgorg, du gehst mal ein bisschen rüber. Du musst nämlich da bärtigen Oberstumpen abfangen. Da bärtigen Stumpen, das ist... Also, zu unterscheiden zwischen bärtigen und nicht bärtigen Stumpen, das ist irgendwie... überflüssig, würde ich sagen. Gleich gibt's Gemorsche. Mich wundert sowieso, dass die Zwerge immer noch so derbe sich entgegenlehnen können gegen unseren... Feldzug. Wir haben die schon so weit zurückgedrängt und trotzdem schaffen sie es noch, so eine qualitativ hochwertige Armee rauszuboxen. Ich glaube, das liegt am Schwierigkeitsgrad. Nee, Token, warte noch ein bisschen. Ich sag schon wieder Token. Was habe ich denn? Zuerst komme ich hier mit, Gorgas. Jetzt kommt... Ja, die haben jetzt Bomben abgeworfen. Komm, wir müssen jetzt da rein. Das sind die Langbärte. Da gehst du rein. Und ihr müsst euch so schnell wie möglich die Eisenbrecher schnappen, bevor sie gefährlich werden können mit ihren Sprengladungen. Das sind Slayer, da kann da auch mal ein Trupp rein. Okay. Während ihr auf die Fernkämpfer schießt im Idealfall. Armbrustschützen. Armbrustschützen. Musketenschützen. Da könnt gleich ein paar mehr drauf ballern, weil die Musketenschützen sind mir am blödsten. Ja, meine außerordentliche Blödigkeit. Grimgorg, los, hol ihn dir. Wir haben auf seinen blöden Bobby-Car. Oh Mann. So ein Tretauto. Den kurzen Beinen geht das bestimmt nicht gut. Das sind halt wirklich solche Brandbomben. Die sind eklig. Pfui bäh. Und nochmal extra Waffenschaden. Komm, Grimgorg, jetzt haust du rein. Ey, diese scheiß Eisenbrecher, das tut so weh! Hört auf damit! Kommt, weiter, 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 weiter! Nicht so lang bei dem komischen Tretautofahrer da rumhampeln. Ach stimmt, dich gibt's ja auch noch. Heldentöter. Da ist er gleich tot. Schön. So, weiter. Es tut nämlich gerade gewaltig weh. Also richtig. Ihr seht, wie übel die reinhauen, die Bomben von den Eisenbrechern. Das ist so kaputt. Und dann sind ja auch noch wirklich sehr gute Nahkämpfer. Was kommt damit dazu? Die Bomben sind ja eigentlich nur in Anführungszeichen zum Vorschwächen da. Bis die Eisenbrecher richtig reinkloppen können, so richtig reinsensen. Aber jetzt wird das. Hier, ihr seht, im Nahkampf könnt ihr immer noch sehr gut mithalten mit unseren Schwarzorks. Die dreschen da trotzdem ziemlich zurück. Die sind ja noch nicht mal rüstungsbrechend, aber die haben halt so gewaltig Rüstung und Defensive, dass es ziemlich egal ist. Da knabbern selbst unsere Schwarzorks mit ihrer Rüstungsdurchdringung ziemlich an denen rum. Das sind so richtige Schildkröten. Ah, oh, das sind Zwergenkrieger mit zwei Waffen, wenn ich das richtig sehe. Hm.
Da Gobos können wir hier auf die Gyrokopter ballern. Da sind noch ein paar Eisenbrecher. Komm, Grimgorg, hol sie dir. Bo Appetit. Batz. Der Grimgorg schafft es schon. Aber ihr seht, da fliegen längst nicht so viele weg, wie bei normaler Trash-Infanterie. Die Eisenbrecher halten da schon entgegen. Das ist schon wirklich die Creme de la Creme. An sich sind von den reinen Nahkampfwerten, an sich sind die Hammerträger die etwas besseren Nahkämpfer und haben halt Rüstungsdurchdringung noch. Aber die Bomben machen den Unterschied. Es ist wirklich kaputt. Entscheidender Sieg. Diesmal fand ich, dass es ein Riesenmassaker war. 350 Verluste. Fast nur Schwarzorks. Gut, wenn die Hälfte der Armee aus Schwarzorks besteht, sollte man nicht mit anderem rechnen. Der Banner der ewigen Flamme. Komm, machen wir das nicht glatt. So, und nochmal aufessen, bitte. Weiter vorstoßen. Hat diese Burg... Ja, die hat eine Garnison. Nee, ganz ehrlich. Geh mal hierher zurück. Oh, fuck. Hier gibt's Schaden. Oh, du bist bald Max-Level. Ich glaube, ich mache die Reiters noch, oder? Zwei Level kann ich noch. Ich könnte natürlich auch die Lebenspunkte hochpushen, aber ganz ehrlich, der hält für mich schon genug aus. Der Grimgorg. Muss man ja ganz ehrlich sagen. Die Reiters wären halt vielleicht nicht schlecht, wegen mehr Nahkampfangriff und mehr Angriffsbonus. Weil ein bisschen Moschas will ich schon mit reinnehmen, so ist es nicht. Andererseits, ach was. Die Reiter sind eh nur sekundär bei uns. Ein bisschen, um den zu flankieren. Hauptsächlich werden wir so eine Infanteriehorde mitführen. Von daher würde ich sagen, machen wir tatsächlich noch die Lebenspunkte hoch. Unser Schamane ist besser geworden. Kontrollverlust mal reduzieren, alles klar. Warum habe ich eigentlich die Fähigkeiten gerade nicht einsetzen können? Ich habe, glaube ich, wieder auf der falschen Seite geguckt, oder? Die Zauber waren waren rechts und nicht links. Oh Mann. Oh Mann. Ich verpeil's da jedes Mal spontan. Ich bin da echt noch so ein bisschen geprägt, als ich mit den Zwergen damals gespielt habe, weil die haben keine Magie, die haben nur ihre Fähigkeiten. Und da habe ich nur nach links geschaut. Immer, immer. Und ich muss mir es immer noch angewöhnen, dass ich da mal ein bisschen mehr auf die andere Seite schaue. Aber schön. Der Wurm, wie lange wollt ihr da eigentlich noch belagern? Na gut, ich könnte ja auch ein Plünderlager aufstellen. Ist eine Idee. Kriegen wir Kohle. Machen wir ein Plünderlager. Wir kriegen nichts, aber wir verstärken unsere Paare nach Goblin-Bogenschützen ein bisschen. Die hier, die können wir ebenfalls wegnehmen. Ich finde, die viermal Steinschleuder reichen. Vielleicht werde ich hier bei Grimgorg auch so drei Stück lassen oder so, aber nicht mehr so viele. Ja, das Thema hatten wir aber schon mal. Okay. Genug überlegt. Mal ein bisschen weiter. Vor allem aufdecken ein bisschen. Du kannst... Ah ja, stimmt. Ja, natürlich kannst du. Hack Trollfresse. Ja. Trollfresse wäre viel coolerer Name. Um Gottes Willen. Das ist ein reines Massaker eigentlich. Wollen wir das schlagen? Im Prinzip haben wir die gleiche Schlacht schon mal gehauen. Er kommt. Wir kennen die schon zuhauf. Ich hätte viel lieber mehr Feldschlachten mit unserer Monsterarmee.
Im Endeffekt kommt es jetzt in etwa darauf raus, dass wir etwa jede zweite Schlacht selbst schlagen, wenn ich das so richtig gezählt habe. Gut, Ausnahme sind eben diese Verfolgungsgefechte. Das wäre meines Erachtens auch totale Zeitverschwendung, diese Verfolgungsgefechte nochmal zu zeigen. 7000, Hallöchen. Hat das jetzt eigentlich als Eroberung gezählt, die wir brauchen? Gleich mal nachglotzen. Ah, unser Gargboss letztens, der kritisch gescheitert ist, ist wieder da. Da müssen wir Kunker hochlegen. Ja, Tatsache zählt. Das ist schön. Könnten wir unseren Warrior glatt noch auf einen weiteren Plünderzug schicken. Können wir das Ding... Ja, das dürfte der War sogar schaffen. Weißt du was, War? Dann gehst du mal dahinter. Ach, der hat es nur geplündert. So ist das. Na gut, dann schicken wir den War mal dahin. Während wir... ein bisschen Rest. Das Ding will ich jetzt einnehmen. Besetzen. Es hat jetzt halt wahrscheinlich unser War ausgeraubt. Wir haben nicht mal die Kohle dafür bekommen. Gemein. Schon auf Level 7, das wird... So, das hier. Wir brauchen Charakter, das ist hier oben. Das holen wir uns dann. Ziemlich hart verteidigt, glaube ich, oder? Ihr habt auch... Nee, ihr habt noch nicht mal die bessere Garnison. Aber trotzdem Eisenbrecher drin, weil das, glaube ich, die Hauptstadt von Charakter ist. Charakter ist die Hauptstadt von Charakter? Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Ergibt gar keinen Sinn. Nee, da muss man sich wohl irren. Gut, ich muss irgendwie ihre Armee erstmal rauslocken und sie besiegen. Vielleicht mache ich den ganzen Spaß, sobald die Spinnenarmee wieder da ist. Okay, hier. Bitte rein. Bitte erholen. Ihr braucht das. Unser Agent ist wieder da. Jetzt versuch's aber nochmal. Diesmal schaffst du es bitte. 2% auf kritisches Scheitern. Ich will da jetzt nichts sehen, was mir nicht gefällt. Na also, geht doch. Und sogar besser geworden. Ein guter Gobbo bist du. Bewachen eigene Armee. Ich schicke da keine Dinger mit. So eine ganze Armee aus Goblin-Garg-Bossen wäre bestimmt auch lustig. Sondern im Kampf. Oder so, nur so zustechen. Nur so Meuchelmörder quasi. Fehlleiten. Oh ja, machen wir das mal. So, ganz ehrlich, während wir uns hier erholen, würde ich ganz ehrlich sagen, kommt ihr mal weg und wir rüsten unsere Armee nochmal auf. Die Steinschleudern lassen wir mal. Ich muss noch eine Runde warten, bevor ich die Rekrutierung machen kann. Dann hole ich mir aber nochmal 3-mal Schwarzorks dazu. Wichtig. Ich dachte, ich hätte alle 3 aufgelöst. Okay, dann brauchst du die eigentlich nicht. Ich glaube, ich gebe sie einfach Hack-Trollfresser. Die Steinschleuders. Und dafür nimmt Hack-Trollfresser Kavallerie mit dafür. Frage ist, wollen wir jetzt hier oben wirklich Schwarzochs holen oder wollen wir Kavallerie mitnehmen jetzt? Ich würde jetzt gerne, wir könnten uns eigentlich leisten, das jetzt zu machen. Hack-Trollfresser, du bist ja jetzt hier, wo man die ganzen Monster sich holen kann. Was wollte ich dir geben? Ich wollte doch eigentlich noch Wildschweinstreitwagen haben. Warum habe ich die hier noch nicht reingebaut? Weil die werden ja ebenfalls besser. Dann warte ich darauf noch. Gut, dann holen wir da oben... Trotz allem erstmal die Schwarzorks. Ich glaube, ich tausche dann wirklich einfach die Steinschleuder gegen Kavallerie. Diesen Plan.
Okay. Man darf nicht vergessen, dass wir voll auf Infanterie mit ihm spezialisiert sind. Das ist trotzdem effektiver. Und so eine riesen Eisenbrecherarmee wie jetzt letztens sieht man ja auch nicht alle Tage. Ist mehr Ausnahme als Regel. Wenig Streitlust. Dann hau denen auf den Kopf, Junge. Sobald es schlimm wird. Kann ich jetzt nämlich gerade wenig machen gegen. Oh, ich glaube, ich habe vergessen, euch zu bewegen. Upsi. Kommt nie wieder vor. Ich glaube, das kommt noch oft genug vor. Sowas sollte ich nicht versprechen. Gobo-Zeugs. Konzentration auf Kriegsmaschinen. Oh ja. So, ihr kriegt jetzt erstmal auf der Fresse. Das lassen wir erstmal so, wie es ist. Du kannst jetzt endlich mal ausbilden, ja? Am liebsten hätte ich ja wieder die verbesserten Schwarzorks. Verflucht! Na egal, darauf kann ich jetzt nicht zählen und hoffen. 6 Runden. Das ist schon eine heftige Zeit zum Warten. Wir können es ja trotzdem so machen. Wildorg. Die. Ich glaube, ich habe diese Wildschwein-Moschas noch gar nicht. Oh Mann. Ich habe mir jetzt gedacht, ich mache jetzt mal. Ja, wir hätten für die Wildorks, aber ich möchte jetzt die normalen Moschas-Wildschweinreiter haben. Da ging mir durch den Kopf, dass ich die jetzt mal mit reinnehme und was passiert. Natürlich geht's nicht. Dann machen wir Schwarzorks, egal. Bleib mal beim Plan. Ist okay. Du gehst mal kurz hier hin und erholst dich restlich. Eine Runde also noch. Und unsere Wildorks, die müssen jetzt auch mitmachen. Sonst wird das doch nichts. Hoch mit euch. Das wird lustig. Oh, wo schicke ich denn euch alle vorbei? Gut, ich meine, jetzt die Zwerge hier einzunehmen als Grenzposten ist schon mal eine coole Idee. Dann gehen die Wildorks einfach hin und plündern noch restlich, wenn es die Wars nicht schaffen, hier noch die Grenzgrafen aus, bis aufs Letzte. Der Sven Hasselfrisian. Ach du lieber Gott. Aber gut, ich bedanke mich soweit erstmal wieder fürs Zusehen und wie es weitergeht mit unserer grünen Flut, sehen wir dann in der nächsten Folge.